So, und da sind wir wieder mit Podcast von Sven Heidenreich. Und zwar Flo und Sven reden über Young Tenner. Wow, auch genannt. Wow. So ist es, ja. Du hast die Folgen gehört. 16 und 17, richtig? Ja, 16 und 17, ganz genau. Und was ist dein Eindruck? Also, ich bin ja nun mal aus dem Standpunkt einmal Fan, immer Fan. Ich war bei der 15 sauer, ehrlich. Und das, was sie mit den Vögeln da gemacht haben, wo ich dachte, jetzt könntet ihr irgendwann mal bei mir verschissen haben, wenn es so weitergeht, haben sie alles wieder wettgemacht. Auf jeden Fall. Toll. Also mir gefallen die Folgen sehr gut. Natürlich habe ich auch ein paar Kritikpunkte, aber die sage ich dann später. Es sind wieder richtig schöne Wow-Wow-Folgen. Ja, und mir gefällt die 16 sehr gut. Die 17 finde ich aber besser. Die 17 ist besser, weil erstens ist da mehr Action und zweitens ist wieder mal ein bisschen mehr Spannung drin und dann eben mit Zeno wird aufgebaut, wer könnte Zeno sein? Jetzt ist dieser Fremde, der auftaucht. Und also ich muss sagen, die 16, die hat auch ein paar kleine Längen. Also diese Szene da, wo Zweistein sie im Saunabereich festhält und dann das Fastfood verbrennt. Ich meine, das sind so ein paar Sachen, das musste nicht unbedingt sein. Aber Zweistein ist, wie man im Laufe der Folge merken wird, wieder richtig schön fies, wie man ihn kennt. Ich will auch nicht zu viel spoilern, aber Detlef Bierstedt macht diesen Zweistein, dieses Bewusstsein von Zweistein, das in den Rechner von Futura eingespeist wird, wirklich gut. Und er ist eben kein Jack Warren. Helmut Gauss war für mich einfach zu viel Jack Warren irgendwann. Ja, das stimmt. Und da hat man mit Detlef Bierstedt eine sehr adäquate Lösung gefunden. Ich war erst ein bisschen skeptisch bei Folge 13 und 14, ob das wirklich so ein toller Zweistein ist. Aber wenn er dann wieder dieses fiese, liebe Freunde, dieses leicht verjüngte macht, das ist natürlich kein Vergleich zu Miele, aber es ist immer noch viel besser als Helmut Gauss, würde ich sagen. Ja, also der gleichen Meinung bin ich auch. Ich fand die beiden Folgen auch sehr gut. Ja. Sie wurden ja im Telefonchat ein bisschen zerrissen. Also es gab ein Für, es gab ein Wider, sage ich nur. Und ich kann nur sagen, wer mit der neuen Serie nicht klarkommt, muss halt die Klassik hören, ne? Genau, finde ich auch. Was ich im Podcast auch gesagt habe. Man muss halt immer gucken, wie weit will man mitgehen. Genau. Aber ich finde schon, also wenn sich das so entwickelt, und ich bin ja auch mal gespannt auf die nächsten Folgen und auf, wie es mit den Azarus dann kommt. Oh ja, da bin ich auch gespannt. Also da ist noch einiges drin, glaube ich. Und ja, man kann es mögen und man kann es hassen. Ne? Das ist... Das ist richtig. Also es gibt immer wieder Punkte, wo ich sage, mit so einer Wendung hätte ich nicht gerechnet. Ich habe zum Beispiel nie damit gerechnet, dass bei Jan Tenner mal eine Terrorgruppe vorkommt. Ja. Das ist schon klasse. Ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, wer sind Zweisteins Erben? Was wird das für ein Kitsch? Was soll das? Und es ist eine Terrorgruppe, so viel kann ich schon mal verraten, die sich eben Zweisteins Erben nennt. Und die sind auch nicht ohne. Also da passiert noch einiges. Das denke ich auch. Wo ich mich ein bisschen aufgeregt habe, war Mimo. Weil Mimo ist einfach so wieder da, ist von seiner sogenannten Fortbildung wieder zurück und macht dann so Sachen wie nicht mehr Didelit, sondern Dideldum oder Dideldam oder Dideldai. Und das muss ich sagen, das hätten sie sich echt sparen können. Mimo ist so schon mimosig und komisch genug, aber jetzt mal immer dieses ewige Dideldum, das fand ich nicht gut. Das fand ich nicht so gut. Nee, also... Hätte man weglassen müssen eigentlich. Ja, na klar. Weil Mimo ist eine Figur, die kann man mögen oder nicht. Man kann sie lieben oder hassen. Aber Mimo ist Mimo und hatte seine Struktur. Und wenn da plötzlich sowas kommt wie Dideldell, Dideldum und dann auch noch so ausgeweist wird, Dideldum, wie der Weltuntergang, Tag des jüngsten Gerichtes, das ist einfach nicht mehr Mimo. Nee, auf keinen Fall. Und Mimo hat eh schon genug gelitten durch den Wechsel der Stimme von Wilfried Herbst zu Nico Notlage. Er ist eine okaye Alternative, sag ich mal. Es geht nun mal nicht anders. Aber wenn man Mimo schon in der Serie drin lässt, dann bitte auch nicht albern, sondern er ist einfach die künstliche Intelligenz des Silbervogels oder des Instituts, wie auch immer. Dideldum hat da nichts zu suchen. Nee, das stimmt. Sehr begeistert war ich mal wieder von Lutz Riedel und Marianne Groß. Ja. Wobei ich ja bei Marianne Groß immer unter Vorbehalt sagen muss, ich liebe Marianne Groß, ich bin ein Laura-Fan seit 40 Jahren. Aber was die beiden da abliefern und gerade auch was Laura da abliefert, ist phänomenal. Es gibt ja auch Folgen in der alten Serie, wo Laura einfach nur noch zum Mädchen, zum Lärvchen, zum nichtssagenden, hilflosen Zickchen verkommen war. Ich sage nur Folge 30 oder meinetwegen Folge 34.
da mag ich sie auch nicht. So sehr ich Laura auch liebe, so sehr ich Marianne Groß schätze. Und die hat in der neuen Serie so als alte, reife, taffere Laura so viel an Charakter dazu gewonnen, muss ich einfach mal sagen. Ist toll. Ja, das machen die beiden wirklich gut. Das machen die super. Also für ihr Alter, Lutz Riedel mit seinen 74, Laura mit ihren 79 Jahren, großartig. Also für das Alter ist es eine Glanzleistung. Und das schafft nicht jeder. Das muss man erstmal so hinlegen. Ja. Auch Lutz Riedel. Ich war ja erst so ein bisschen skeptisch, als ich die Hörprobe gehört habe von der 17, wo sie dann diese Terroristen belauschen und sich anschleichen. Da klingt er wieder so ein bisschen heiser, aber das macht er nur, weil er eben etwas leiser spricht, damit sie ihn nicht bemerken. Und das ist in der restlichen Folge, das spricht er ganz normal. Mhm. Und das, dieses ganze Brummeln und Knurren und Kieksen von Folge 1 bis 5 aus der ersten Staffel, das ist weg. Also er hat sich in seine Rolle als Antenna wieder eingefunden. Mhm. Und das hätte ich nie gedacht, dass er das nochmal so packt. Das weil in der ersten Staffel war das teilweise ziemlich kläglich, was er da abgeliefert hat. Ja. Also es war wieder mal ein Fest, wie ich immer sage. Ja. Und es gibt einfach Sachen, die sollte man aus der Antenna tunlichst rauslassen. Einhörner, sprechende Bäume, komische Papageien und einen albernen Nemo. Das hat in der Antenne nichts zu suchen. Nee, das stimmt. Und wenn man auf dem Kurs ist, den man jetzt wieder gefahren ist, wenn es da weitergeht, das ist super. So können sie weitermachen. Auf jeden Fall, der Meinung bin ich auch. Ja, echt, ist geil. Ja, und jetzt habe ich noch eine schöne Nachricht. Ich habe mit Saturn wieder mal gesprochen. Kiddings wissen ja immer nichts. Das ist traurig genug. Aber Saturn sagen, dass am 24. September Folge 18 und 19 kommen. Zwei Sterns Erben und die Macht der Medusa. Und es soll wohl ab 8. Oktober schon die 20 geben. Rückkehr ins Reich der Azaros. Und geil. Dann heißt das also, wenn sie das wirklich schaffen, dann haben sie die 8 Folgen vollgekriegt dieses Jahr. Geil. Super geil. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Und ich würde es mir wahrscheinlich auch schon wiederholen, sobald sie draußen sind. Naja, klar. Mache ich ja immer so. Als richtiger Fan muss man das ja tun. Na klar. Ich streame auch nicht. Ich hole mir die einfach. Und da haben wir auch wieder richtig schöne neue Musiken bei der Folge 16 und 17. Ich glaube zwar, dass es einige auch bei Dreamland Grusel gibt, diese Carsten Bohnen-artigen Dinger. Aber jetzt, wenn man jetzt auf die Antenna-Serie das bezieht, da hat man sich mal wieder ein paar neue Musiken einfallen lassen. Das ist super, weil immer nur der alte Kram, das ist einfach nichts mehr. Mhm. Und da kann man wirklich sagen, ob jetzt Tom Steinbrecher die neu geschrieben hat oder nicht, man hat sich einfach mal wieder Mühe gemacht, neue auszusuchen. Auf jeden Fall. Das ist geil. Also wie der Xeno da durch die Landschaft irrt und dann so ein bisschen, manches klingt auch so ein bisschen wie bei TKKG, aber es gibt auch wieder richtig schöne Mucken bei der 16 und der 17, die auch an das alte Antenna-Thema erinnern, wo ich sage, ist geil. Mhm. Tja. Nö, da kann man wirklich gespannt sein, ob man noch Folge 30 oder so von der neuen Serie erleben wird. Also ich glaube ja schon. Ich denke auch, dass sie noch weitermachen. Und ich denke mal auch mit Azaru, das wird auch noch sehr spannend. Mal gucken, was sie da wollen. Und ja. Auch mit dem Runtertauchen. Ich bin mal gespannt, wie sie das darstellen. Ja. Ob wieder die Kugelwesen und mit dem Luft... Ja, ob das alles kommt. Ja, das wäre... Oh, die Seepferdchen. Oder ob es einfach nur heißt, ja, Antenna, seine Freunde tauchen da runter. Blub. Ja. Ja, das ist immer so, dass der Erzähler halt manchmal zu viel sagt, ne? Ja, genau. Aber werden wir ja sehen. Auf jeden Fall fand ich die Folgen auch gut und ich denke, die Serie entwickelt sich ganz gut. Ja, und man darf wirklich auch gespannt sein, ob Rückkehr ins Reich der Azaros, ob das dann ein Cliffhanger am Ende wird. Ja, ich vermute stimmt. Mal ja. Ich denke schon. Es war ja geplant, ursprünglich Geheimnis von Atlantis, Folge 20, aber das hat man jetzt verworfen. Ich weiß auch nicht, inwiefern man jetzt noch sich dieses Herz des Universums mit den künstlichen Intelligenzen vornimmt. Man darf gespannt sein. Ich meine, da sind ja Kevin Hayes und Simon Resomalis immer relativ flexibel. Und wenn Zweisteins Erben wirklich noch so ein paar Erfindungen auf Lager haben, ja, die Zweistein damals verwalten ließ, dann kann man wirklich sich auf einige Wendungen noch gefasst machen. Vielleicht sogar Zeittransmitter oder irgendwelche unerwarteten Waffen, die es da noch gibt, ja. Ja. Auch General Forbit, muss ich sagen. Futura hat sich sein Louis Armstrong auch ein bisschen abgeschminkt. Macht einen guten Job und Forbit auch. Also
Schön. Und man muss immer sagen, es lebt nun mal einfach kein Heinz Giese mehr und kein Klaus Nägelen. Ja, Und nee, es da wird kann auch man nie. einfach als Fan froh sein, wenn es überhaupt irgendwie weitergeht. Eben genau. Tja, nee, also dann freut euch auf jeden Fall auf Folge 16 und 17, wenn ihr sie noch nicht kennt. Und wir haben dieses Jahr wirklich die 20 dann voll. Das ist gut. Das ist super. Und 8 Folgen in einem Jahr, das hat es noch nicht gegeben. Das ist schon geil, ja. Das ist geil. Letztes Jahr haben sie nur 5 gemacht. Die 12 hatte man dann ja im Januar gekriegt. Und vor 2 Jahren waren es ja 6 Folgen. Aber dass man wirklich die 8 Folgen in diesem Jahr vollkriegt, hätte ich eigentlich nicht erwartet. Ja, es ist einfach schön. Es ist einfach schön, dass man noch doch noch was hat, auf was man sich freuen kann letztendlich. Ja, Und ja. Ja. Nö, und da bin ich dann schon wirklich jibberig, wie es weitergeht. Ich auch auf jeden Fall. Ja. Tja, mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen, wa? Nö, das war's schon. Das war's? Ja, ein etwas kürzerer Podcast diesmal, aber naja, wenn man nichts mehr zu sagen hat, dann ist es auch besser, man hört auf. Genau. Und man möchte ja auch den Leuten die Freude an der Folge nicht verderben. So ist es. Also habt Spaß mit Jan Tenner und auch an unserem Podcast. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen und ja. Ja, dann. Bis dann. Ja. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Flo und Sven reden über Jan Tenner. Yeah.